Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Man's Gadgets Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe den noch nie ausgepackt, muss ich gestehen. Bin jetzt auch einfach sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Also wenn ich mir den so angucke, ist er sehr schlicht gestaltet, ne? Also von der Optik her dezent. Weihnachtlich, aber dezent. Spricht mich jetzt nicht so ultimativ an. Hab den bei Amazon bestellt, Link dazu unten in der Infobox. Und ja, ich habe keine Ahnung, was da drin sein soll. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Los geht's. Hier haben wir die Nummer 1. Oh. Einfach EC oder Kreditkarte einschieben und sie sind sicher unterwegs. Ja, okay. Das ist so ein Papp-Ding. Ach so, das ist so ein Kreditkartenschutz, dass dir keiner mit so einem Ding an die Hose gehen kann und dann quasi deine Details abscannt. Das finde ich cool. Das gebe ich meinem Freund. Die Nummer 2 ist hier und sie ist klein. Boah, ich zerreiße den Adventskalender leider schon beim Öffnen. Hält bombenfest an jedem Smartphone-Rücken. Ach, das ist praktisch. Da haben wir hier so ein Popsocket, nicht wirklich, aber so ein Kringelvieh. Habe ich tatsächlich auch an meinem Handy. Finde ich sehr, sehr gut. Also da kann man dann auch gut Selfies mitmachen. Das Handy fällt nicht aus der Hand. Das ist auch ein praktisches Tool. Cool. Also die müssen sich ja 24 wirklich ultimative Gadgets ausgedacht haben, die auch sinnvoll sind. Ne? Ich bin gespannt. So, Nummer 3 haben wir hier oben. Schade, dass es so einreißt, weil eigentlich sind die Produkte ganz gut, die da drin sind bislang. Für die schnelle Reparatur unterwegs mit 7 Einsätzen. Okay, das ist so ein Stift. Vielleicht kommen die 7 Einsätze noch. Oder muss man das hier abschrauben? Ach nein, wie geil ist das denn? Das ist super praktisch. Aber wie kriege ich das denn jetzt hier oben raus? Da sind nämlich wirklich 7 Einsätze drin. Und die Sonne rastet geradeaus neben mir. Aber ich finde die eigentlich so schön. Ich will nicht die Rollläden runter machen. In der Theorie ist es ziemlich cool. Aber in der Praxis ist es ziemlich blöd, weil du musst die Dinger ja irgendwie rauskriegen. Das sind jetzt tatsächlich die Einsätze, die wir auch rausbekommen haben. Das sind halt, ja, Kreuz und Schlitz. Schraubendreher halt, ne? Dass man halt für unterwegs was hat. Also wie gesagt, per se ist das ganz cool und dann hast du es halt hier dran und kannst dann die Schraube lösen, die sich gelockert hat. Hält auch schön magnetisch tatsächlich, das ist ganz angenehm. Aber man kriegt es halt nicht wirklich raus, das ist ziemlich blöd. Müsste man quasi unterwegs eine Spitzzange dabei haben, denn die hat mein Freund gerade rausgeholt. Okay, dann gucken wir uns mal die Nummer 4 an, die ist hier. Vielleicht ist ja auch im Adventskalender eine Spitzzange drin, ne? Oh, das ist echt blöd, wie sich das öffnet. Schade. Für mehr als nur einen Notgroschen haben wir hier so ein Ding drin. Ach, das ist cool. Bonheur Constant. Das ist so ein kleines, ja, Portemonnaie oder so, ne? Dass man da halt was reinmachen kann. Ist eigentlich ganz hübsch. Kannst du gut was reinmachen. Ist okay, ne? Dann kann man das auch so falten und dann in die Hosentasche stecken. Das finde ich eigentlich ganz gut. Schauen wir mal die Nummer 5 an. Ja, Verarbeitung ist echt nicht so geil. Alles zum Lieblingsgetränk. Einfach Gutschein einlösen. Hier ist ein Gutschein drin. Das finde ich blöd. E-Book-Download-Gutschein für Kaffeeliebe. Okay. Ja, aber das ist jetzt ja kein individueller Gutschein, ne? Nikolaus haben wir hier. Unterwegs immer den richtigen Weg finden. Das ist aber cool. Das ist so ein kleiner Kompass. Ne? Und der ist hier einfach mit so einem Karabinerhaken. Das kannst du dir irgendwo dran machen. Das finde ich ganz hübsch. Ich weiß noch nicht, wofür das hier sein soll. Vielleicht fürs Fahrrad, dass man das da dran machen kann. Nicht schlecht. Irgendwie schön. Norden scheint in der Richtung zu sein. So, die Nummer 7 haben wir hier. Für die Flasche Wein am Strand. Ja, das ist einfach mal ein Flaschenöffner. Oder ein Weinflaschenöffner. Also hiermit kannst du garantiert auch normale Flaschen öffnen. Und, ja. Hast du da auch eine kleine Säge, hast du da auch mit dran. Das ist so eine Art Mini-Taschenmesser. Das ist irgendwie cool.
Hier hast du dann nochmal einen Korkenzieher. Kannst du so gut festhalten. Am besten mit eingeklappter Säge. Nee, finde ich cool. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Die Nummer 8 haben wir hier oben. Einfache Skizzen führen zu großen Ideen. Ja, das hättest du in einen Männer-Adventskalender packen können, in einen Frauen-Adventskalender, in einen Kinder-Adventskalender. Hier sind einfach Buntstifte drin mit einem Anspitzer oben dran. Ja, praktisch. Kann man gebrauchen. Die Nummer 9 haben wir hier und die ist schmal. Vorsicht, scharf steht hier drauf und das ist einfach so ein Cuttermesser. Das kann man auch gut gebrauchen. Die Nummer 10. Wir sind im zweistelligen Bereich, haben wir hier oben. Damit Sie beim Lesen wieder den Anschluss finden. Weiß ich noch nicht, was das ist. Ist das ein Lesezeichen? Vor allem wird man gesiezt bei dem Adventskalender. Das finde ich sehr, sehr witzig. Ja, das ist so ein magnetisches Lesezeichen. Das kannst du dann halt so darüber flippen und das hält dann richtig an den Seiten fest. Das finde ich auch cool. So, kommen wir zur Schnapszahl Nummer 11. Die ist hier unten. Ihr Werkzeug gehört nur Ihnen. Dieses Siezen. To avoid injury, do not touch my instruments. Ja, das kann mein Freund gerade sehr gut gebrauchen, denn der ist gerade dabei, seinen Werkzeugshoppen aufzuräumen. So, Halbzeit. Die Nummer 12 haben wir hier. Die 80er sind zurück. Viel Spaß beim Kombinieren. Das ist witzig. Das ist einfach so ein Zauberwürfel in sehr klein. Süß. Die Nummer 13 habe ich hier. Der Leitfaden für versierte Handwerker. Einfach herunterladen. Ach, solche Runterladviecher. Ich weiß nicht. Wie findet ihr das? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. E-Book-Download-Gutschein für Elektroinstallationen im Haus. Ja, kann man gebrauchen. Aber irgendwie, naja. Die Nummer 14 haben wir hier. Ein kleiner Farbtupfer für die Küche. Das ist hier hinten irgendwie festgeklebt. Und zwar haben wir hier einen Magneten Good Food is Good Mood drin. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Wir haben solche Kühlschrankmagneten bei uns an der, am Kühlschrank, am Backofen, an der Mikrowelle, so an der Seite. So, das war die 14. Jetzt gehen wir mal zu 15. Die ist hier. Oh. Denksport für zwischendurch. Okay, ja. Das sind solche verwuschelten Dinger und dann muss man irgendwie die Dinger auseinanderkriegen. Ist auch ganz witzig. Die Nummer 16 haben wir hier oben. Bestens geeignet für zentimetergenaues Arbeiten, auch an engen Stellen. Das ist ein Maßband. Das ist nett. Wie viele Meter sind da drauf? Wahrscheinlich upsala, 2 oder so. Oh. Wieso macht es so? Das finde ich jetzt blöd. 1,50 Meter. Jo, nett. Das kann man wirklich gut gebrauchen. Sonne. Das kann man wirklich gut gebrauchen, oder? Ja, so ein Maßband ist nie weg. Die Nummer 17 haben wir hier an der Seite. Damit geht Ihnen ganz schnell ein Licht auf. Oh ja, das ist praktisch. Hier haben wir eine Taschenlampe drin. Das ist diese hier. Kann ich auch gut gebrauchen zum Spazierengehen mit Sammy. Keine Batterie enthalten. Na, na. Nee, aber finde ich ganz gut. Hier hast du dann auch so ein bisschen Grip. Doch, ne? Ist eine coole Geschichte. Kann man sich gegebenenfalls auch so ins Auto legen oder so, wenn man mal eine unerreichbare Stelle hat oder so. Nummer 18. Für die Blitzidee zwischendurch. Und das ist einfach so ein kleines Notizblöckchen mit einem Moustache drauf. Nummer 19. Haben wir hier unten. Der kleine Helfer zum Öffnen. Segen und mehr. Oh, ich glaube, sowas habe ich meinem Freund schon mal geschenkt. Das ist halt in so einer Kreditkartengröße. Und da hast du verschiedene Sachen mit dran. Eine Säge, irgendwie auch so ein Messer, so ein Maßband. Keine Ahnung, das kannst du als Schraubenzieher benutzen. Und keine Ahnung, was das alles sein soll. Aber ja, das ist auf jeden Fall so eine Kartengeschichte. Finde ich auch super passend für Naturkalender. Das muss ich wirklich sagen, das finde ich praktisch. Sind gar nicht so unnötige Geschichten hier drin. Aber ich habe mir gerade irgendwas... Au! Einen Splitter in den Finger gejagt. Und ich weiß nicht, wovon aus diesem Adventskalender. Aber gut, das war die Nummer 19. Jetzt gehen wir zu dem 20er-Bereich. Die Nummer 20 haben wir nämlich hier. Der Adventskalender löst sich leider auf.
Sofort parat für versierte Pausenzocker. Draid Royal, ich weiß nicht. Playing Cards, das sind einfach Spielkarten, so kleine Karten. Ich weiß jetzt nicht, ne, was das ist, vielleicht Doppelkopf oder sowas, kann ich mir vorstellen. Ne, ist ganz cool. 21 ist groß und ist hier oben. Aber groß heißt ja nichts, da kann ja auch ein Notizblock drin sein, ne? Ach, wie geil. Nicht nur, aber auch für Antialkoholisches geeignet. Hier ist einfach mal ein Flachmann drin. Das finde ich cool. Das ist, ja, wie klischee-mäßig. Aber gut, ja, für die nächste Männertour. Hier haben wir die Nummer 22. Auch die ist wieder sehr klein. Auch schon wieder ein Zettel. 80 Automobile Porträts zum Herunterladen. Motorklassiker. Ja, diese Zettel hätten die sich echt sparen können, ne? Die sind echt über. Okay, die Nummer 23 ist der Tag vor Heiligabend. Damit kein Gedanke verloren geht. Hier haben wir schon wieder irgendwelche Notizsachen. Things to do, das ist einfach eine To-Do-List. Ja. Ja. Ist okay. Die Nummer 24 ist Heiligabend. Und da bitte kein Zettel. Oh nein. Ein Muss für jeden Outdoor-Abenteurer. Ist da vielleicht so ein richtiges Taschenmesser oder sowas drin? Nee, das finde ich wirklich cool, ne? Sitzt zwar No-Name, aber es ist halt ein richtiges Taschenmesser. Leute, das finde ich praktisch. Ich weiß noch, wie oft mein Papa damals sein Taschenmesser rausgeholt hat, wenn wir uns als Kinder irgendwo einen Splitter eingefangen haben oder so. Das finde ich echt toll. Vielleicht sogar wirklich etwas, was ich meinem Papa dann in seinen Adventskalender packen werde. So als kleine Hommage an damals. Ja, ganz normal mit einem Flaschenöffner und. Da hast du ja allerhand Sachen drin. Finde ich cool. Doch. Also, ich muss sagen, dass ich erstmal so mit gemischten Gefühlen, an diesen Adventskalender drangegangen bin, weil ich mir gedacht habe, ach, das kann nichts sein. Das kann doch nur Big Bang-Kram sein. Es ist aber tatsächlich gar nicht mal so unsinnig, was da so drin ist. Also, ich denke, wenn ich den so meinem Papa oder meinem Freund geschenkt hätte, hätten die vielleicht das ein oder andere Mal geschmunzelt. Aber an und für sich sind da schon gute Sachen drin. Es ist jetzt nicht super hochpreisig oder sowas, ne? Es ist jetzt einfach irgendwie so Centartikel, die du auch irgendwie in einem Euroladen kriegen könntest, um selber einen Adventskalender zusammenzustellen. Aber wenn du halt keine Ideen hast, lohnt sich das auf jeden Fall, ne? Für einen Mann, der alles schon hat, auf jeden Fall. Ich finde den Adventskalender cool. Muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, was die letzten Jahre drin war, also inwiefern sich das vielleicht gedoppelt hat. Aber ich werde einiges davon weiterverwenden können. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!